es ist eine sehr schnelle Strecke eigentlich gewesen. Kaum richtig enge Kurven. Erstmal eine sehr lange Gerade. Und dann irgendwann, ich glaube, die engste Rechtskurve mehr oder weniger. Aber dadurch, dass das eine Airbase ist, sind da halt auch viele Markierungen auf der Straße. Ja, das ist ja auch super, ne? Mit den ganzen Kies hier. Und am Ende von der Geraden war halt so ein gelbes Kreuz, ein ziemlich großes. Und da ist mir ein paar Mal übel gerutscht. Ich versuche das mal zusammenzuschneiden. Gar nicht, was ich für eine Zeit gefahren bin. Ich muss mal schauen, ob ich schneller war als meine Freundin. Nee. Aber ich glaube nicht, weil ich habe ja nur eine Höchstgeschwindigkeit von 110 auf der Geraden. Und da verlierst du so viel Zeit. Arschloch! Also, ich bin die ersten vier Turns bei den Intermediates gefahren. Aber da sind teilweise Leute drin, die sind so schnell, die gehören eigentlich in die Expertengruppe. Also da war manchmal so viel Verkehr und dann haben sie innen und außen überholt und das war also kein Spaß. Die letzten zwei Turns bin ich dann bei den Anfängern gefahren und da hatte ich dann tatsächlich mal ein paar freie Runden. Und bei dem letzten Turn bei den Anfängern, das ist jetzt übertrieben gesagt, ne, da waren auch Leute dabei, die waren richtig schnell, die waren schneller als ich. Da war im letzten Turn nur einer mit einer Ninja, der mich überholen konnte auf der Geraden, aber ich habe dann in den Kurven immer wieder gekriegt. Und irgendwann, ich glaube in der vierten oder fünften Runde, da hat er dann die Kurve vor den Chinos nicht bekommen. Und ist dann einfach durch die Heuballen durch und danach, da hat er glaube ich dann sein ganzes Vertrauen verloren und hat mich nicht mehr überholt. Da war es dann glaube ich genug. Ja, und zwei Leute sind auch glaube ich gestürzt, soweit ich weiß. Also bei einem, der gestürzt ist, da war ich dann relativ frisch erst dabei, der ist mit S1000 Doppel-R gefahren und der hat einen Low-Sider auch bei den Chinooks, ist dann auch in die Heuballen rein, ist aber nichts passiert. Ein Kumpel von uns beim Smo, der hatte leider einen Steinschlag im Kühler drin. Ja? Das heißt, der ist gefahren und plötzlich hat das ganze Motorrad angefangen zu rauchen. Und dann mussten sie raus und haben sie gesehen, so ein winzig kleiner Stein hat ihm halt ein Loch in den Kühler reingerissen. Ziemlich weit oben. Und da hat er locker mal einen Liter Kühlwasser verloren. Da kannst du natürlich vergessen, weiterzufahren. Dann haben wir das versucht, mit einer Zange zuzuquetschen, dieses Loch. Aber das hat nicht so wirklich funktioniert. Das heißt, der musste dann sich bei jemand anschließen, der sein Motorrad dann runter zur Fähre nach Portsmouth gefahren hat und dann rüber auf die Isle of Wight, weil er extra von der Isle of Wight rübergekommen ist. Ja. Und dann passiert ihm auch noch sowas. Der arme Typ, naja. Baron von Crumble war auch da, mit dem bin ich auch mal ein paar Runden gefahren. Und James Hillier war auch da. Der fährt angeblich in der British Superbike Serie und der fährt auch bei der Isle of Man TT. Also das ist ein bekannter Typ. Ein bekannter Renforan und der ist abgegangen wie Schwitzkatze. Ne? Also der hatte keine straßenzugelassene Maschine dabei, der hatte eine reine Rennmaschine und die war echt übel. Ja, wir waren wieder eine ziemlich große Gang, also waren einige Leute aus der Vlogging-Community hier dabei. Also wir waren bestimmt eine Gruppe von 20 bis 30 Leuten, das war richtig cool. Und als wir angekommen sind, hat es angefangen zu schneien. Wir haben alle gedacht, oh Mann. Wir haben alle gedacht, oh Scheiße, Mann, das muss ja jetzt nicht sein, oder? Ich bin schon eh am Track Day. Aber das hat sich dann relativ schnell wieder aufgelöst und dann war es Sonnenschein. Also da hat man nochmal Glück gehabt. Ja, und jetzt ausgerechnet bei den schönsten Kurven haben wir wieder Verkehr, ne? Das ist immer dasselbe. Nee. Ich muss zurück nach Deutschland. Ich glaube, das war jemand, den wir kannten. Don't know if that was Christoph. The first guy on the black bike. Because he did that. I thought you just meant that. There was a goose attacking someone. So, jetzt habe ich wieder vergessen, wovon ich gesprochen habe. Naja, egal. Ja, ich glaube, mehr habe ich jetzt aktuell auch gar nicht zu erzählen. Wir machen jetzt das Übliche, wir fahren zu Lumis und gucken, wer da ist. Und wenn... Verdammt, ey. Ich hab den Ständer vergessen. Ich hab meinen Ständer vergessen. Scheiße. Na
Also anscheinend hat uns ja gerade nur gewarnt, dass da Polizei unterwegs ist, aber ich meine, uns kann es ja wurscht sein. Oh wow, das sind ja geile Räume. Wir halten uns ja an die Regelungen. Also auch wenn es erlaubt ist, ich würde ja ein Trike oder ein Quad nie ohne Helm fahren. Jetzt hätte mir was einfallen, ey. Ja, ja, und hier bin ich neulich stehen geblieben. Das heißt neulich, schon ein paar Monate her. Da haben wir die Mopeds gewaschen hier hinten an der Tankstelle mit Dampfstrahler. Ja, das war eine schlechte Idee. Danach ist nämlich meine Maschine nicht mehr angesprungen. Ich habe dann ewig Fehlersuche betrieben, habe alle möglichen Stecker trocken geblasen und versucht, aber irgendwie wollte es nicht richtig. Dann haben wir es dann am Ende so gemacht, dann haben wir dann da vorne, glaube ich, irgendwo, sind wir stehen geblieben, haben gemeint, ach, haben eh Hunger, jetzt gehen wir erstmal was essen. Ja. Jetzt habe ich dann das Motorrad zu so einem Parkplatz geschoben. Dann sind wir was essen gegangen, war sehr gut, in so einem kleinen Pub hier in der Nähe. Sind wieder zurück, selbes Spiel, naja. Dann ist mir aber aufgefallen, dass sie über 3000 oder über 3500 anbleibt. Dann haben wir es dann tatsächlich geschafft, hier mit über 3500 Touren, ohne den Weg hier dann natürlich, hier ne, durch die Ortschaft dann nach Hause gefahren. Und als ich dann zu Hause angekommen bin, habe ich festgestellt, ich hatte Grünspan im Zündkerzenstecker. Das heißt, da ist irgendwann mal was richtig schön korrodiert. Und deswegen ist der nicht mehr angesprungen. Ja, dann habe ich dann mir einen neuen Zündkerzenstecker bestellt, war nach 3-4 Tagen da und danach lief sie wieder astrein. Und seitdem habe ich mir geschworen, ich nehme jetzt keinen Dampfstrahler mehr zum Mopedzauberer. Könnt mich alle mal. Obwohl ich schon aufgepasst habe. Ich weiß ja, dass es immer heikel ist mit Dampfstrahlern. Ne? Vor allem auf Lagersitze und Kette und Elektrogedöns. Ja? Aber trotzdem, ne. Obwohl ich schon so gut aufgepasst habe. Also immer Handwäsche. Eine Sache möchte ich noch erwähnen. Ich habe mir eine Lenkererhöhung verbaut. So ein billiges Ding von eBay. 35 Euro oder sowas. Kannst du einstellen in verschiedenen Höhen. So von 20, 25, 30, 35, 40 mm. Irgendwie so Abstufungen. Und das hat es mal echt gebracht. Ne? Die Lenkererhöhung, die macht echt großen Unterschied beim Fahren aus. Also ich habe jetzt in Kurven fühlt sich das viel sicherer an. Also ich fühle tatsächlich da mehr Kontrolle über das Moped. Gefällt mir sehr gut. Aha. Die sagen alle, wir sollen langsam fahren. Wahrscheinlich blitzen sie irgendwo. Oder Unfall. Oh ja, ja, da liegt ein Motorrad. Da liegt ein Moped. Und ein Knieschleifer. Das ist komisch, die Schleifspuren, die waren schon vor der Kurve. Ja, also jedenfalls Lenkererhöhung. Für mich hat es voll gebracht. Und ich sitze auch viel entspannter auf dem Motorrad. Also ich habe jetzt nicht mehr das Problem, dass mir die Schultern nach einer langen Zeit wehtun. Das werde ich dann aber bei der Isle of Man Tour auf jeden Fall merken. Spätestens danach habe ich dann das volle Review sozusagen. So, genug geredet. Das war es jetzt erstmal wieder. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Sage mal. Das war nicht die feine Ecke.